Herzlich willkommen. In diesem Video stelle ich einen unter Anglern sehr beliebten Angelknoten vor, den Jansic Special, wie er original in englischer Sprache genannt wird. Der Jansic ist ein Festmacherknoten zum Anbinden der Schnur an Öhrhaken, Ringe und Ösen. Geeignetes Schnurmaterial ist besonders Monofile mit einem Durchmesser von 0,30 bis 1 mm. Auch für knotbares Stahlvorfach ist der Jansic geeignet. Für feines Polyfile, also Geflecht, ist der Knoten weniger geeignet. Die Knotenfestigkeit liegt bei Monofile zwischen 85 und 90%. Bei starkem Polyfile, also Geflecht, ist die Knotenfestigkeit 10-20% geringer. Der Jansic ist ein hervorragender Festmacherknoten für starke monophile Schnüre. Deshalb ist der Knoten besonders bei Anglern der Meeresfischerei und Raubfischanglern der Binnenfischerei sehr beliebt. Gebunden wird er so. Erster Bindeschritt. Zwei Schlingen erzeugen, indem die Schnur zweimal durch Öhr oder Ring geführt wird. Zweiter Bindeschritt. Mit der losen Schnur drei Windungen um die Schlingen. Im letzten Bindeschritt Schnur anfeuchten und den Knoten durch Zug am stehenden Schnurteil, danach durch Zug am losen Ende festziehen. In der Praxis sieht das so aus. Zur besseren Darstellung nehme ich eine gut sichtbare Schnur. Die Schnur zweimal von unten durch Öhr oder Ring führen. Wenn das lose Ende, wie hier gezeigt, zum Weiterbinden zu kurz ist, dann die Schlaufe vergrößern und anschließend das lose Ende verlängern. Drei Windungen erzeugen, indem das lose Ende von vorn dreimal durch die Schlinge geführt wird. Festgezogen wird der Knoten zunächst durch Zug am stehenden Schnurteil. Dann durch Zug am losen Ende. Abschließend eine kräftige Zugprobe durchführen. Das Ende kürzen, aber nicht zu eng abschneiden. Monofile Schnur ist natürlich steifer als Geflecht und manche Angelknoten lassen sich mit Mono wesentlich schwieriger binden. Beim Jansic ist es anders. Der Knoten ist wie geschaffen für monofiles Schnurmaterial und lässt sich sogar mit 1 mm steifem Hartmono oder Fluorocarbon problemlos binden.
Korrekt. Gebunden sieht der Knoten dann so aus. Noch ein Wort zur Knotenfestigkeit. Ich erkläre das mal an dieser gut sichtbaren Schnur. Die Hauptbelastung bei starkem Zug liegt im Neigungsbereich der ersten Windung. Also hier im Bereich der ersten Windung. Je dicker der Draht des Wirbels oder des Rings, desto höher die Knotenfestigkeit. Einige Angler binden den Knoten mit 3 Windungen durch das Öhr. Eine 3. Windung erschwert nur das Binden, hat aber keinen Einfluss auf die Knotenfestigkeit. Anders sieht es aus bei den 3 Windungen um die Schlingen. Die Windungen unterfüttern die Schlingen. Das wirkt sich unter Belastung positiv auf die Knotenfestigkeit aus. Der hier gezeigte Knoten mit 3 Windungen hat eine höhere Knotenfestigkeit als der Jansic mit nur 2 Windungen gebunden. Okay, Jansic Special. Ein hervorragender Angelknoten, besonders für starkes, monophiles Schnurmaterial. Petri Heil.